Du wirst nicht mehr wohnen. Nein, ich werde hier nicht mehr wohnen. Ich habe mir die Wohnung genommen. Das mit Martin und der Rieke, das läuft gar nicht gut, oder? Also, so wie es ausschaut, werden die zwei sich trennen. Sag mal, haltet ihr mich wirklich für so blöd, ja? Ihr lernt euch kennen, ihr seid glücklich und dann komme ich und ihr trennt euch. Dann sagt es mir doch wenigstens ins Gesicht, dass es an diesem behinderten Sohn liegt. Aber es liegt nicht an dir, Lukas. Rieke wollte mich anrufen. Lukas ist abgehauen. Ich muss los, ich muss Lukas suchen. Pass auf dich auf. Und jetzt tauchst du hier auf und spielst den lieben Typen, oder was? Aber ich sag dir was, du kannst mich mal. Alles gut, jetzt kommst du runter und wir reden. Fass mich nicht an! Lukas! Lukas! Okay, Robert. Dank dir. Ja, wir reden später nochmal, ja? Also, von Martins Wagen fehlt weiter jede Spur. Und von Martin, Lukas, genauso. Aber die können doch nicht einfach vom Erdboden verschwinden. Das gibt's doch gar nicht. Ist dir noch irgendwas eingefallen, Anne? Irgendein Detail? Nein, nur was ich dir gesagt habe. Rieke hat angerufen und dann hat Martin irgendwas gesagt, dass Lukas ein neues Klettergebiet hat oder so. Und dann ist er losgefahren. Gut, ich fahre jetzt runter zur Bergrettung. Wir werden dann am Heli aufsteigen, sobald es hell wird, und die gängigsten Klettergebiete abfliegen. Jede Berghütte, jede Seilbahnstation hat die genaue Beschreibung der beiden. Wir werden sie schon finden. Ganz sicher, hm? Ja, und was, wenn nicht? Der Martin weiß sich schon zu helfen. Vergiss das nicht. Ja, Hans? Okay, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Okay, Jungs, dann schauen wir, dass wir die beiden finden. Auf geht's. Lukas? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo warst du denn, um Himmels Willen? Ich war klettern. Und ich habe die scheiß Zeit vergessen. Es wurde dunkel, ich habe einen Berg übernachtet und das war auch schon alles. Zufrieden jetzt, ja? Wo ist Martin? Wieso? Was? Er ist verschwunden. Er wollte dich suchen. Ah, ja. Der tolle Typ, der mir schon mal das Leben gerettet hat. Richtig. Lukas, das ist wichtig jetzt. War er bei dir? Nein, war er nicht. Und jetzt lass mich verdammt nochmal in Ruhe mit deinem scheiß Dr. Gruber. Lukas, wo warst du denn klettern? In der Hallerwand. Und? Martin, dass er einfach abtaucht und sich nicht meldet. Der muss mit Lukas unterwegs sein. Was anderes ergibt keinen Sinn. Dankeschön, dass Sie uns Bescheid geben, Frau Jäger. Und informieren uns auch die Bergrettung, ja? Wiederhören. Also, Lukas ist wieder daheim, wohlbehalten. Er sagt, dass ihn die Dunkelheit beim Klettern überrascht hat.
Er sagt aber auch, dass er den Martin nicht gesehen hat. Was? Ja. Ja, aber der Martin hat gewusst, wo er ist. Er wusste es und da ist er hingefahren. Wieso behauptet er jetzt, dass er ihn nicht gesehen hat? Das weiß ich doch nicht. Ich habe ein Scheißgefühl. Ich fahre jetzt zum Lukas. Wenn der irgendwas weiß, dann wird es mir sagen, schwöre ich euch. Wo ist Ihr Sohn? Drin. Wo ist Martin? Sind Sie seine Neue, ja? Lukas! Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht hat er ja noch eine Neue. Verarscht euch beide, würde ja passen. Du freust dich jetzt zusammen, was Verpiss dich jetzt, klar? Das machen Sie hier nicht. Du sagst mir jetzt ganz schnell, wo Martin ist. Und dann bin ich hier weg. Sie hat mich geschlagen, Mama. Es macht dir hier keiner einen Vorwurf. Aber wenn du weißt, wo Martin ist, dann musst du uns das jetzt sagen. Lukas. Es war ein Unfall. Was war ein Unfall? Er ist abgestürzt. Wo? Unterhalb der Ackelspitze. An dem Felsplateau. Er ist einfach abgerutscht. Er hat sich am Bein verletzt. Hier ist Anne. Ich weiß, wo er ist. Ich konnte gar nichts. Der Schock. Ich wollte das nicht. Das musst du mir glauben, Mama. Verdammt, Zentrale. Die gesuchte Person wurde unterhalb der Ackerspitze am Plateau gesehen. Wir sind unterwegs und leisten umgehend die Rettungsmaßnahmen ein. Hörst mich. Wir sind da, ist alles gut, okay? Alles klar? Puls flach, Atmung okay. Okay. Gut, Patient ist transportfähig. Wir packen ihn jetzt ein. Thank you.
Familie Gruber, Hans, Anne. Wie geht's ihm? Martin hatte Glück. Keine Brüche, allerdings eine angerissene Arterie am Oberschenkel. Deswegen hat er viel Blut verloren. Er hat Transfusionen bekommen, die Wunde wurde genäht und ansonsten nur eine leichte Unterkühlung. Das heißt, dass er... Er wird wieder vollkommen gesund werden hier. Gott sei Dank. Das ist hart im Nehmen, mein guter Herz. Das ist er, zweifelsohne. Er war kurz bei Bewusstsein, aber ihr kennt ja Martin. Dann haben wir ihm was zum Schlafen gegeben, dass er sich bis morgen regeneriert. Und wann können wir zu ihm? Jederzeit. Er muss ja eh 1 bis 2 Tage hier bleiben. Danke. Sehr gerne. Danke. Jo. Und dir auch. Danke für alles. Alles gut gegangen. Alina, bist du schon wach? Wenn du in der Schule sein willst, dann solltest du dich jetzt anziehen. Ich gehe nicht in die Schule. Das hast aber nicht du zu entscheiden, Alina. Du ganz sicher auch nicht. Weil ich nicht deine Mama bin, ich weiß. Aber ich bin nun mal mit deinem Papa zusammen. Und deswegen möchte ich ganz genauso, dass es dir besser geht. Und wieder unter Menschen zu kommen, das wird dir ganz bestimmt gut tun. Sonst noch was? Station an Finn Förster. Bin ich mehr 5. Okay. Der kommt gleich. Lass mich raten, sie will nicht in die Schule. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll mit ihr. Muss sie Zeit geben, Petra. Ist gerade mal 3 Monate her, dass sie ihre Mutter verloren hat. Ja, und seit 3 Monaten bemühen wir uns um sie. Ja. Ich sag dir das wirklich nur ungern, aber ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, sie hierher zu holen. Das Ganze belastet auch Finn. Guten Morgen, liebe Eltern. Guten Morgen, lieber Finn. Und meine nervige Halbschwester schwänzt immer noch die Schule. Deiner Halbschwester geht es nicht gut und das weißt du. Ich schau mal nachher. Was darf es denn sein heute Morgen? Eine Semmel. Voilà. Guten Morgen. Und? Ein bisschen besser geschlafen heute Nacht. Alina, deine Krankschreibung ist gestern abgelaufen. Du musst wieder in die Schule. Das wird dir gut tun. Ha? Bist du unter Gleichaltrige gekommen? Warum machst du es uns eigentlich so schwer? Wem? Meinem tollen Papa und seiner Familie? Keiner zwingt dich, hier zu sein. Alina, entweder du gibst dir jetzt ein bisschen mehr Mühe mit uns. Oder was? Du schiebst dich in der Pflegefamilie ab. Mir doch egal. Gut, dann werde ich jetzt in der Schule anrufen und sagen, dass du noch einen Tag länger zu Hause bleibst. Und riech nicht mehr nach Mama. Er riecht nicht mehr nach ihr. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Werkstatt. Möglicherweise braucht sie eben doch eine stationäre psychologische Behandlung. Das war von Anfang an eine Option, Daniel. Ich
bin ihr Vater. Ich kümmere mich jetzt ums. Du hast seit 10 Jahren kaum Kontakt zu ihr. Wahrscheinlich sieht sie dir schon sehr lange nicht mehr ihren Vater. Ja, dann müssen wir das halt ändern. Ja, klar, natürlich. Alina ist deine Tochter, aber Finn und ich, wir sind deine Familie. Genauso wie Alina. Tschüss. Mach's gut, Meister. Viel Spaß. Dir auch, Papa. Anschneiden. Mach ich doch schon. Und immer schön lächeln. Martin, mein einziger Freund. Hier, was machst du denn? Alexander. Leg dich sofort hin, subito. Ja. Ich habe überschaubare Wundschmerzen, ich habe kein Fieber, mein Puls ist regelmäßig, der Kreislauf ist stabil. Und ich habe einen Haufen Patienten, die auf mich warten. Ich bleibe bestimmt nicht liegen und mache das Opfer. Martin, du bist das Opfer. Jetzt sei vernünftig und leg dich hin. Wie habt ihr mich eigentlich gefunden? Anne hat es quasi aus Lukas rausgeprügelt. Er hat dich einfach so zurückgelassen. Ist ja keine Kleinigkeit, was dir passiert ist, Martin. Sei vernünftig und leg dich hin. Gib mir dein Handy, Alexander. Deine Familie kommt jetzt hierher, Martin. Gib mir dein Handy. So lange neben mir her schieben, wie du willst, ich werde nicht einsteigen. Martin, sei doch vernünftig und setz dich hin. Mhm. Schau mal. Hans? Vielleicht bringt dich ja deine Familie zur Vernunft. Danke dir. Hey. Ha? Du tust mir nicht nochmal sowas an, oder? Nein, Mama. Hast du die Anne, die wollte auch mitkommen, aber der Tierarzt kommt jetzt gleich vorbei. Wär's sie nicht gewesen, wär's wahrscheinlich immer noch da oben. Alexander hat sowas erwähnt. Wir tun jetzt einfach so, als ob nichts passiert ist. Ich fahr zurück auf den Hof, ich fahre in die Praxis. Die Frau Bornholm holt mich gleich ab. Du wirst doch nicht wieder zum Arbeiten gehen jetzt, oder? Doch, warum nicht? Was? Danke, Hans, fürs Rausholen. Sag den Kollegen einen Gruß, ja? Also, wir telefonieren. Tschüss. Sag mir, der spinnt doch. Martin, jetzt! Mama, jetzt beruhig dich, du kennst ihn doch. Der muss das jetzt erstmal mit sich selber ausmachen. Danke, Frau Bollmann.
Alles okay? Er hat nur seine Heft für die Mathearbeit vergessen. Ach, die Arbeit. Tschüss. Tschüss. Viel Glück bei der Arbeit. Alina, ich hab dir einen Tee gemacht. Alina? Mach keinen Quatsch, mach die Tür auf. Scheiße. Alina! Hey! Hey! Alina! Hey, wach auf! Lassen Sie es doch langsam angehen, Chef. Mach ich. Ja, rufen Sie jemanden von der Bergrettung und Sie sollen mein Auto holen. Ja, mach ich. Kümmere mich drum. Frau Bornholm! Ja? Frau Bornholm. Oh Mann. Sag mal, müsstest du nicht noch im Krankenhaus sein? Das ist ein Skandal. Ich bin todkrank. Die schmeißen mich raus. Was soll ich machen? Sie müssen mir jemanden schnell im Fichtenweg 12 fahren. Ein Notfall. Was liegt an? Eine 16-Jährige wurde bewusstlos aufgefunden. Die Rettung ist schon unterwegs. Okay. Ja. Ja, bist du wieder fit? Fit genug für einen Notfall. Kannst du übernehmen? Danke, Roman. Frau Bornholm, auf geht's. Ihre Mutter ist vor 3 Monaten an einem Schlaganfall gestorben. Okay, was war die Ursache? Vaskulitis. Aber Alina wurde negativ drauf getestet, hieß es. Hat sie Medikamente genommen oder Drogen? Nein. Außerdem, sie wohnt erst 3 Monate hier, seitdem ihre Mutter tot ist. Okay. Also es gab eine behandelnde Psychologin, die davon gesprochen hat, dass wir auf suizidale Tendenzen achten sollten, aber... Alles klar, Kollegen, danke. Wo ist der Medikamentenschrank? Ja, Sie glauben noch nicht, dass... Herr Kollege! Moment, sie hat sich mit einem Chemotherapeutikum vergiftet, Xonagin. Auf dem Weg in die Klinik, Magensonde, Aktivkohle, 2 Nobilliliter Suspension. Und das sagen Sie Dr. Kahnwelle, ja? Geht klar. Ich war noch ein paar Meter entfernt. Da vorne in der Werkstatt. Wenn ich ein paar Minuten früher gekommen wäre, dann... Herr Förster, es ist alles gut. Sie ist in besten Händen. Wir kümmern uns um Sie. Sie fahren Ihnen nach, okay? Ich hätte es wissen müssen. Hat sie es schaffen? Sie wird es schaffen, nachdem wie viel sie von dem Zeug genommen hat. Er hat gesagt, vor 2 Stunden war sie ansprechbar. Wir haben also ein Zeitfenster. Die Praxis? Die Praxis. Wir müssen aber irgendwo noch ein Handy besorgen. Daniel? Was? Ja, ich komme so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Daniel, bitte, bitte jetzt mach dir keine Vorwürfe. Die Einzige, die was dafür kann, ist Alina selbst. Förster, ja? Frau Bangert, ich grüße Sie. Und seine Bauchschmerzen haben nicht zufällig was mit der Mathearbeit zu tun, die er gleich schreibt? Ja. Ja, natürlich, nein, ich komme gleich. Frau Bornholm,
Könnt ihr vielleicht kurz mit meinem Vater allein sprechen? Es ist gerade kein Patient. Tu das, Lilly. Vater? Was ist los? Es war nicht besonders nett von dir, wie du uns einfach stehen lassen hast. Weißt du eigentlich, was wir für Angst hatten um die? Nee, vermutlich wusste ich das nicht. Es ist auch egal, es ist vorbei. Das ist die Hauptsache. Martin, mache Pause. Ich brauche keine Pause, Lilly. Die Arbeit tut mir gut. Ist alles in Ordnung. Ach so, glaubst du, ich sehe nicht, wie scheiße es dir geht? Glaubst du, deine ganze Familie sieht es nicht? Wir sind nicht blind. Und wir sind da, um dir zu helfen. Bist du jetzt fertig? Frau Bornholm, gehen Sie ran, danke. Ruf mal die Oma an. Muss erst nachladen. Dr. Kahnweiler auf Leitung 1. Danke. Alexander, wie geht's dir? Martin, gut, ja. Sie ist Herz-Kreislauf stabil, wird wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde wieder vollkommen zu sich kommen. Übrigens wurde im Blut Xonagin nachgewiesen. Das heißt, du hattest recht mit deiner Suizidthese. Leider. Okay, Xonagin wirkt stark toxisch auf die Leber. Habt ihr schon haben wir. Moment, Leberenzyme sind deutlich erhöht, Bilirubin ebenfalls. Beides aber nicht im roten Bereich, so wie sie aussieht. Noch keine Thrombozytopenie. Sie hat das Schlimmste überstanden, Martin. Ja, wollen wir es mal hoffen. Habt ihr der Psychiatrie Bescheid gegeben? Martin, wenn sie wieder richtig fit ist, gibt's das psychiatrische Gutachten. Es läuft auch ohne dich hier sehr gut. Ja, klar, alles gut. Danke dir. Und noch was, Martin. Martin? Immer legt er auf. Martin, die Arterie ist frisch genäht. Mein Bein braucht Ruhe und du auch. Ja, danke, ich bin Arzt. Ich passe schon auf mich auf, Roman. Irgendwann wirst du sowieso darüber sprechen müssen, was passiert ist. Ja, worüber soll ich denn reden? Dass alles, was ich in meinem Leben anfasse, zu einer Tragödie wird, darüber kann ich gerne reden. Habe ich nur keinen Bock zu. Mir reicht's, verstehst du? Ja. Die Frau Förster ist gerade gekommen. Mit ihrem Sohn. Der hat ziemlich Bauchweh. Okay. Gut, ich komme. Frau Förster. Halt in Ruhe. Na, junger Mann, und du hast Bauchschmerzen? Ja. Das ist wirklich nicht wegen der Mathearbeit. Das werden wir rausfinden. Lilly? Komm, Finn. Ich geh schon mal rein. Ich komme gleich zu dir. Sie wissen, was passiert ist? Ja. Die Tochter meines Mannes, sie ist zum Glück über den Berg, habe ich gerade gehört. Ja, weiß er es? Ich will ihn damit erstmal nicht belasten. Ja. Dann schauen wir, wie es dem kleinen Mann da geht. Mhm. Was? Dir auch nicht? Aber hier. Ja, das ist nicht gut. Das sind deutliche Tastenschmerzen auf der Leber. Kannst du die aufsetzen? Ja? Können wir jetzt endlich nach Hause, Mama? Gleich, mein Schatz. Jetzt muss ich dir mal was fragen. Was hast du heute Morgen gegessen? Nur die Semmel, wie immer. Hast du vielleicht den ganzen Tag noch irgendwas gegessen, was du nicht hättest essen sollen? Ich weiß nicht, vielleicht so eine Tablette von der Mama? Nein. Hast du nur getrunken? Nein. Was denn? Wasser. Wasser aus dem Hahn? Ja, aus einem Glas, das auf der Anrichte stand. Das Wasser aus dem Hahn, aus dem Glas, das auf der Anrichte stand? Kommst du endlich nach Hause, Mama? Gleich kriegst du noch mal hin. Frau Bornholm? Ja. Wir brauchen einen Zugang und Blut abnehmen. Das dauert noch ein bisschen. Ich höre Sie dann sprechen, Frau Förster. Ja. Lilly? Ruf bitte einen Krankenwagen, dafür muss ich in die Klinik. Jetzt sagen Sie bitte nicht, er hat auch was von dem Zeug abbekommen. Ich kann es mir gut vorstellen. Er trinkt Wasser aus dem Wasserhahn, das in dem Glas auf der Spüle steht. Alina hat das Xonagin in diesem Glas aufgelöst, da bleibt ein Rest drin, es wird verdünnt, eben das zu sich und schon ist passiert. Das
kann doch nicht sein, er wird doch jetzt nicht schwer krank, oder? Nein, das kann sein, dass eine kleine Vergiftung haben. Das möchte ich jetzt im Krankenhaus abklären. Ich wusste von Anfang an, dass Alina professionelle Hilfe braucht. Was ist, behalten Sie einfach die Ruhe. Alles gut. Ja, klar. Praxis Dr. Gruber, wir brauchen bitte sofort einen Krankenwagen in die Klinik. Martin muss sich doch völlig verarscht vorkommen, oder? Ich meine, er fährt diesem Lukas hinterher, weil er sich Sorgen macht. Und dieser Vollidiot lässt ihn da einfach schwer verletzt liegen. Hans? Anne? Vollidiot ist aber nur harmlos ausgedrückt. Der ist gemeingefährlich, wenn du mich fragst. Krankheit hin oder her. Was ist denn, Mama? Ich habe über alles nachgedacht. Ja. Ich wollte dem Martin anbieten, dass er hier auf den Hof kommen kann, solange bis es ihm wieder besser geht. Wird er sich wohl kaum darauf einlassen, wie ich ihn kenne. Das heißt natürlich für dich, du müsstest vorübergehend bei der Lilly wohnen. Naja, freilich. Die Lilly wird begeistert sein. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Der Martin ist ja ausgezogen. Um uns zu helfen, jetzt an mir dran. Jetzt müssen wir ihm helfen. Ist doch ganz einfach. Wie gesagt, er wird's nicht wollen. Aber gut. Du, ihr müsst noch runter zu Susanne. Mittagessen mit dem Tim und der Kleinen. Grüß mir die Kleine. Ja, wenn sie mich noch erkennt. Ach, ich wollte dich fragen, kannst du mir nachher das Auto leihen, dass ich in die Praxis fahren kann? Ja, freilich. Alina, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen jetzt miteinander reden. Schau. Ich bin dein Vater. Du bist abgehauen. Du hast uns verlassen. Mama hat die ganze Zeit nur geweint. Ah, hallo. Hi. Hallo, Lina. Das ist der Dr. Gruber, der hat dir heute Morgen das Leben gerettet. Na, schönen Dank auch. Gerne. Ich würde Sie gerne kurz sprechen, Herr Förster. Ja, sicher. Was gibt's? Finn ist gerade eingeliefert worden. Es ist alles gut, alles in Ordnung. Sie gehen bitte zu Dr. Kahnle ins Büro, die Schwester sagen, wo sie ist. Und er wird Ihnen dann die Einzelheiten erklären. Es ist alles gut. Alina, ich muss mal kurz weg. Ich bin dann gleich wieder da. Bleiben Sie eben bei ihr. Ja. Ja. Aber schön zu sehen, dass es dir besser geht. Ja. Du, von mir aus müssen wir nicht miteinander reden. Ich bin froh, wenn ich bis zum Hause habe. Von mir aus kann man einfach nur hier sitzen und warten, bis er wieder hier ist. Er sah ziemlich erschrocken aus. Sagen Sie mir, was los ist. Sein Bruder wurde eingeliefert. Was? Ja, hat sich vergiftet. Scheiße. Wird vermutlich aus demselben Glas getrunken, in dem du dann Xenergien aufgelöst hast. Aber es ist alles gut soweit. Es ist schön, dass du im Leben bist, Alina. Du warst unglaublich tapfer, mein großer Held. Wann kommt Papa denn endlich? Papa! Hey. Ich sehe, dir geht's wieder gut. Ja. Schwarze Brühe in mich reingepumpt, durch einen Schlauch, den sie mir in den Hals gesteckt haben. Boah. Wenn ich das Melissa Thalhammer erzähle, wird sie diesen blöden Moritz Eichberger direkt in den Wind schießen. Garantiert. Dr. Kahnweiler hat mit dir gesprochen? Ja. Was war das denn jetzt eigentlich mit dieser Magen-Darm-Grippe? Das versuchen die Ärzte gerade noch rauszufinden. Es ist übrigens so, dass Alina auch hier ist. Echt? Ja, aber es ist nichts Schlimmes. Die Ärzte wollen nur gucken, ob sie auch so einen Magen-Darm-Infekt hat. Und, hat sie ja auch das kühlere Zimmer?
Ich wollte halt einfach wieder bei der Mama sein. Glaubst du, dass deine Mama das auch gewollt hätte? Das hat mich der Psychiater vorhin auch gefragt. Okay. Was hast du geantwortet? Dass man das ja nicht wissen kann, weil sie ja schließlich tot ist. Vielleicht hätte sie es ja gewollt. Vielleicht vermisst sie mich genauso wie ich sie. Kann doch absolut sein. Ich glaube, dass eine Mama nur möchte, dass dem Kind gut geht. Du fühlst dich alleine. Es wird dir vielleicht nicht jetzt unbedingt viel helfen, aber mir geht's gerade genauso. Und dann dachte ich, wenn wir jetzt zu zweit sind, dann sind wir nicht mehr so alleine. Hm? Dr. Kahnweiler wurde zu einer OP-Besprechung. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Also, sowohl Alina als auch Finn wurden positiv auf Xanagin getestet. Das steht jetzt fest. Ich vermute, dass ihre Frau, ihre Ex-Frau, das Medikament gegen ihre Vaskulitis bekommen hat. Und ich nehme an, dass Alina nach dem Tod ihrer Mutter das Medikament an sich genommen hat. Was? Sie glauben, dass Alina das schon länger vorhatte? Das kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, ja, ich glaube, dass sich diesen Notausgang schon länger offen gehalten hat. Das Medikament hat auf die Leberweide sehr stark eingewirkt. Die Werte bei Alina sind um das Vierfache erhöht und bei Finn um das Zweieinhalbfache. Und was heißt das? Das heißt, dass wir beide über Nacht hier behalten werden. Wir werden ihre Blutwerte engmaschig überprüfen, verschiedene Laboruntersuchungen machen. Aber wir gehen davon aus, dass wir beide morgen früh entlassen werden können. Bei Alina steht noch eine andere Frage im Raum. Aufgrund ihres Suizidversuchs gibt es gewisse Abläufe, an die wir uns halten müssen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Alina kommt nach Hause in die Obhut ihrer Eltern und wird ambulant psychiatrisch behandelt, oder wir verlegen sie stationär auf die Psychiatrie. Mist, kommt natürlich zu uns nach Hause, ist doch klar. Ja, werde ich vielleicht auch noch gefragt. Sag mal, Alina ist mein Kind. Genauso wie Finn. Ja, und was dann? Dann findet er sie beim nächsten Mal mit aufgeschnittenen Pulsen in der Badewanne. Aber jetzt schon mal. Daniel, es geht nicht, hörst du? Wir haben uns bemüht. Wir haben es versucht. Aber sie braucht noch mal eine Hilfe, die wir ihr nicht geben können. Alina bekommt ab jetzt jede Hilfe von mir, die sie kriegen kann. Jede. Herr Förster, Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen, wenn Sie sich für die stationäre Version entscheiden. Ich mache mir aber Vorwürfe, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Das Familiengericht hat mir das vorläufige Sorgerecht übergeben. Also kann ich auch bestimmen, was mit Alina passiert. Na, wie schön. Das ist wirklich ganz toll, wie du auch an Finn denkst bei der ganzen Sache. Alleiniges Sorgerecht erstritten, erlogen, mich durch den Dreck gezogen, mich vor Alina als den einzigen Schuldigen hingestellt. Ich habe alles versucht, um den Kontakt zu halten. Ja, dass sie mich wenigstens weiter als ihren Vater ansieht, aber es war zwecklos. Naja, und dann wurde Petra schwanger, sie kam auf die Welt. Und irgendwann war ich bloß noch der Typ, der zweimal im Jahr zu Geburtstag und zu Weihnachten was schickt. Am Anfang noch Pakete, später eine Postkarte und dann gar nichts mehr. Herr Vater, das ist alles Vergangenheit. Aber umso wichtiger ist es, dass wir wieder eine gemeinsame Gegenwart haben.
Also für die Familie wird es nicht einfach, so wünsche ich mal fest. Na klar. Vera. Hallo, Alexander. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sehen gut aus. Die Eifel hat Ihnen gut getan. Du hältst mich auf dem Laufenden wegen den... Du hältst mich auf dem Laufenden wegen den Werten? Ja, ja. Ich danke dir, Dr. Fendrich. Dr. Gruber. Du hättest doch was sagen können. Hätte ich dich am Bahnhof abgeholt. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, wie du weißt. Und? Kannst du dich noch erinnern, als wir auf das Kind unserer Kollegin aufgepasst haben? Da habe ich beim kleinsten Problem schnell aufgegeben. Aber mir ist klar geworden, ich möchte ein Kind mit dir, mit allen Konsequenzen. Und davon lasse ich mich jetzt auch nicht mehr abbringen. Vera, das wird ein bisschen schwierig sein. Du weißt um deine Problematik. Adoption? Adoption? Adoption, vom lateinischen adoptio, sich eines Kindes annehmen. Vera, ich weiß nicht, ob ich das will, eine Adoption. Ich muss das doch mitentscheiden. Na ja, also biologisch gesehen wäre es natürlich nicht unser eigenes Kind. Aber Alexander, wir werden lernen, es so zu lieben, als wäre es unser eigenes. Wenn das Kind nicht so will, wie ich will, dann weiß ich nicht, ob ich das Kind will. Und dann will ich es vielleicht umtauschen. Möchtest du etwa, dass ich dich umtausche? Also, wir sehen uns später. Papa Alexander. Ja. Hallo. Was ist denn du hier? Ja, ich wollte fragen, wie es dir geht. Super. Ist gelogen, oder? Na, Mama, bitte. Pass mal auf, wir wollten dir was vorschlagen. Dass du wieder auf den Hof kommst, die Anne schlaft vorübergehend bei der Lilly und du kannst dein Zimmer wieder haben. Jedenfalls so lange, bis dir wieder besser geht. Mama, das da ist Kindergarten. Es gibt einen Grund, warum wir nicht mehr oben sind, das weißt du doch. Natürlich weiß ich das. Es gibt einen Grund, warum du da wieder raufgehen sollst, nämlich deine Gesundheit. Ich bin gesund. Na gut, wie du meinst. Vielleicht überlegst du es dir noch mal. Ja. Entschuldigung, ich weiß, Sie wollen nicht gestört werden, aber Frau Jäger ist da. Hallo. Hi. Geht's dir? Gut. Es tut mir wirklich alles unendlich leid. Ja. Es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Wie geht's, Lukas? Der schläft seit Stunden wie ein Stein. Ich lasse jetzt noch nicht im Sonnenhof. Zu Hause. Mit seinem Psychologen gesprochen? Ich wollte erst mit dir reden. Ricke, da gibt's nicht viel zu reden. Oder glaubst du, dass mit einmal Ausschlafen sich getan hat, dass sich dann Dinge ändern werden? Das glaube ich nicht. Aber ich werde ihn auch nicht einfach so abschieben. Bitte nicht um Abschieben, Ricke. Ich bitte dich. Was ist denn, wenn er sich selber was antut oder dir? Er ist krank und er braucht professionelle Hilfe. Und die kriegt er im Sonnenhof. Und da muss er hin. Meinst du, ich weiß nicht, wie das da läuft? Wenn die hören, was passiert ist, werden sie ihn umgehend in die Psychiatrie überweisen. Ja. Es ging ihm doch schon wieder so viel besser. Er hat es halt eben nur nicht gut verkraftet, dass wir uns getrennt haben. Er hat mich da umliegen lassen! Weil du es nicht kapierst, dein Junge, der braucht Hilfe und die kriegt er in der Klinik. Und ob der passt oder nicht, er muss in diese Klinik. Tut mir leid, aber das sehe ich anders. Du schaffst es nicht allein. Früher auch ohne dich geschafft.
Ihr Wagen wird gleich gebracht. Danke. Vielleicht kommt er ja noch. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da hätten wir in einer solchen Situation einfach alle zusammengehalten. Und ich frage mich, warum das nicht mehr so ist. Wegen mir. Es ist besser, ich komme nur noch zum Arbeiten her und suche mir was anderes. Das lasst mal schön bleiben. Guten Morgen, Alexander. Ich höre. Martin, ich habe gerade die aktuellen Blutwerte von Finn und Alina Förster reinbekommen. Ja, und? Beim Jungen deutliche Verbesserung der Bilirubinwerte. Die Gerinnungszeiten sind allerdings immer noch verlängert. Werden sich aber wahrscheinlich normalisieren. Okay. Und bei Alina? Da hatte ich mir mehr erhofft durch die Antidotinfusionen. Nur eine leichte Verbesserung der Leberwerte. Martin? Ich verstehe. Müssen Sie da behalten? Na, sag du mir, was ich machen soll, Martin. Mehr als nochmal Blut abnehmen und abwarten können wir sowieso nicht machen. Wobei allerdings wäre sehr hilfreich, wenn die eine stabile Umgebung hätten, was sagt der Psychiater? Er meint, es besteht keine akute Suizidgefahr mehr. Nur das mit Finn, das scheint sie irgendwie zu bewegen. Naja gut, ich meine, es wäre natürlich schön, wenn sie sich als Familie zusammenraufen würden, weißt du? Aber gut, ich fahre sowieso noch hier am Nachmittag und möchte bei den beiden Blut abnehmen. Sehr gut. Wie geht's denn mit Vera? Vera, hör mir auf mit Vera, Martin. Sie will ein Kind adoptieren. Was soll sie denn sonst adoptieren, dich? Sehr witzig, Martin. Doch, Martin. Ich finde schon. Tschüss, Martin. Bis gleich. Wieder aufgelegt.
wenn man einen Arzt hat, der einen für fahrtauglich erklärt, gell? Ja. Meine Wohnung ist da unten, die 500 Meter. Erste links, dann wieder rechts, okay? Ich weiß, was ich tue. Stan? Wenn du wirklich wüsstest, was du tust, dann hättest du Omas Angebot angenommen. Würdest wieder bei uns wohnen. Vielleicht ja, aber da muss ich allein durch, Lilly. Okay? Nein, musst du nicht. Okay? Und ich darf wirklich bei euch im Zimmer Fernsehen? Aber nur heute, ausnahmsweise. Mach langsam, ja? Was zu essen, ja? Tut mir übrigens leid. Das mit Finn. Es kommt ja beide erst mal wieder zu Kräften. Du willst nicht, dass ich hier bleib, oder? Ist wahrscheinlich auch besser so. Finn spielt in seinem Zimmer. Mhm. Und wie geht's dir? Geht so. Du sag mal. Hast du noch mehr von dem Zeug? In der obersten Umzugskiste. Ziemlich weit unten. Ist alles? Okay. Sag mal. Das habe ich vor ein paar Jahren auf dem Dachboden gefunden. Mama hat gesagt, dass der Opa das kurz nach meiner Geburt für mich gemacht hat. Ist schön, oder? Ja. Soll ich dir herstellen? Weißt du eigentlich, warum die Mama, also deine Mutter und ich uns getrennt haben. Weil du der Petra begegnet bist? Ja, aber das war nicht alles. Als deine Mutter und ich uns kennengelernt haben, da habe ich zu ihr gesagt, dass ich nicht ewig in der Stadt wohnen will. Unmöglich für mich. Ja, ich wollte sowas wie hier. Ein kleines Haus in der Natur, eine kleine Werkstatt, ein selbstbestimmtes Leben. Und Mama hat wirklich gesagt, dass sie das auch will. Ja. Die ersten Jahre schon. Bis es dann ernst wurde mit dem Thema. Also hast du Petra kennengelernt, als das mit Mama ich schon in die Brüche ging? Ja. Das hat sie mir gar nicht erzählt. Komm, iss was und schlaf ein bisschen. Du springst schon nicht aus dem Fenster. Das Haus, das habe ich gebaut. Für dich, als du klein warst. Ich habe dir damals versprochen, dass wir irgendwann in sowas wohnen. Jetzt echt? Hört euch
Danke, Prost. Dankeschön. Bitte. Schönen Tag. Vom Familiengericht. Ah ja, da geht's darum, dass... Sabine jetzt 3 Monate hier ist und sie wissen wollen, ob du das vollständige Sorgerecht beantragst. Ah ja, beziehungsweise wir. Genau. Daniel? Ich möchte nicht, dass sie hier bleibt. Was? Was schlägst du denn vor? Das soll sie weggeben, oder was? Sie braucht durchgehende psychologische Betreuung. Gib ihr doch wenigstens eine Chance. Es geht nicht darum, ob ich ihr eine Chance gebe. Es geht darum, dass du erkennst, was das Beste für sie ist. Papa! 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 Was ist los? Mein Bauch. Dr. Gruber? Und hier an diesem dunklen Bereich ist zu erkennen, dass die Leber noch mehr geschädigt ist, als wir angenommen haben. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, dass die Langzeitwirkung, dass die Überdosierung von Xanagin jetzt nicht abschätzbar ist. Und ich würde an Ihrer Stelle schnellstmöglich ins Krankenhaus fahren. Ich rufe meinen Kollegen Campbell an. Alexander, ich bin's. Hi. Hör zu, der Förster wird es mit seiner Tochter Alina gleich bei dir aufschlagen. Genau, ihr Gesamtzustand hat sich leider verschlechtert. Im Ultraschall hat sich ein großflächiger Entzündungsbefall gezeigt. Jetzt ist die Frage, checkt sie mal, ob wir bei ihr auf ein akutes Leberversagen zusteuern. Alles klar. Ja, ja, danke dir. Hans? Keine Vorträge von mir, keine Angst. Wir müssten trotzdem was miteinander besprechen. Komm. Aha, um was geht's? Es geht um die Formalitäten des Rettungseinsatzes. Inwiefern? Ja, die Bergrettung müsste den Lukas eigentlich anzeigen. Wegen unterlassener Hilfeleistung. Muss sie nicht. Alles, was auf dem Berg passiert ist, hat mit seiner Krankheit zu tun. Bist du da sicher? Ja. Vielleicht wollte er dir ja verrecken lassen da oben. Wollte er nicht. Was passiert denn jetzt mit ihm? Ich habe mit Rike gesprochen und sie überlegt, ob sie ihn jetzt zurückbringt in den Sonnenhof oder in die Klinik, was meiner Meinung nach der bessere Gedanke wäre. Was? Der ist da noch nicht? Sag mal, geht's noch? Der Junge ist doch eine Gefahr für die Mitmenschen. Er ist die größte Gefahr für sich selber und damit ist für mich die Sache erledigt. Martin, jetzt wart's doch mal. Also, ich sag dir das jetzt nicht als dein Bruder, sondern als Mitglied der Bergrettung. Wenn der Lukas nicht umgehend in irgendeine Einrichtung kommt, dann werden wir als Bergrettung ihn wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen. Damit sich wenigstens die Polizei um ihn kümmert, wenn schon seine Mutter nicht macht. Das ist fertig. Ja, ist doch der Wahnsinn. Ist ja gut. Martin. Du hattest leider wieder mal recht. Alarmstufe rot. Mhm. Schieß los. Hier, Leberenzyme, Bilirubin, Thrombozytopenie, Gerinnungszeiten leider... Alles im tiefroten Bereich bei unserer Patientin. CAP alarmierend hoch. Das heißt mit anderen Worten... Dass wir hier mit einem fortschreitenden Leberversagen zu tun haben. Okay, was machen wir? Dialyse. Bereits veranlasst. Bringt uns nur nicht viel Zeit in Ihrem Zustand. Hier für Sie. Das heißt der Transplantation, ne? Ich habe Sie bereits mit einem Dringlichkeitsvermerk bei Eurotransplant auf die Empfängerliste setzen lassen. Sieht aber nicht gut aus, Martin. Okay, kommt Ihr Vater als Spender in Frage? Ich habe ihm schon Blut abgenommen. Die Tests laufen. Wir werden sehen. Ja, alles klar. Danke dir. Hast du gehört, was Dr. Kahnweiler gesagt hat? Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich spenden kann. Aber ist das nicht total gefährlich für dich, Papa?
Du, sowas machen die hier im Krankenhaus ständig. Glaub mir. Schon cool, dass du das für mich machen willst. Finn? Schatz? Finn? Finn? Was ist denn los? Mir ist nicht gut. Was hast du denn? Ich habe so Bauchschmerzen. Frau Förster, ich habe mit Dr. Kramer telefoniert und er wird Sie und Ihren Sohn erwarten. Yep, ich setze mir gleich ins Auto und bin dann auch gleich bei Ihnen. Gut, danke, wiederhören. Ich fahre Sie. Schöne Fahrt. Danke. Er wird es schaffen. Er muss es einfach schaffen. Durch die extreme Überdosierung des Xonagin sind bei Ihrer Tochter wie bei Ihrem Sohn zeitversetzt schwere Leberschäden aufgetreten. Aber Finn hat doch deutlich weniger von dem Zeug abbekommen. Der braucht doch ganz bestimmt keine Transplantation, oder? Also. Die Wirkung des Giftes hängt natürlich mit dem Körpergewicht zusammen. Und da Finn deutlich leichter ist als seine Schwester, reagiert er dementsprechend natürlich auch auf eine geringere Dosis. Es tut uns leid, dass wir Ihnen sagen müssen, wir mussten Finn auf die Liste bei eurer Transplant setzen. Oh Gott. Das ist allein deine Schuld. Du musstest sie ja unbedingt zu uns holen. Du musstest ja deiner Tochter unbedingt beweisen, dass du mal eben so wieder ein fürsorglicher Vater sein kannst. Es ist gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Wir wissen, dass die Situation sehr schwierig ist. Es tut uns sehr leid. Stand jetzt ist, dass wir einen Spender brauchen für Alina und für Finn. Und Stand jetzt ist auch, dass wir im Prinzip einen Spender gefunden haben, Herr Förster. Und diese Spende sind Sie. Als Vater der beiden kommen Sie als Spender für beide in Frage. Das hat uns eben das Labor bestätigt. Aber ich kann doch als Mutter auch für Finn spenden. Leider nein. Sie haben nicht die passende Blutgruppe. Wir machen jetzt folgendermaßen weiter. Wir hängen beide an die Leberdialyse, so gewinnen wir Zeit. Circa 24 Stunden. Und falls dann keine Besserung eintritt, dann brauchen wir sehr schnell ein zusätzliches Spenderorgan. Was? Obwohl Sie als Spender in Frage kommen, Herr Förster, ist Ihre Leber schlicht und ergreifend einfach zu klein, als dass Sie beiden helfen könnten. Sie wollen jetzt damit aber nicht sagen, dass ich mich zwischen den beiden Kindern entscheiden muss. Im schlimmsten Fall ja. Was soll ich denn jetzt machen? Was du machen sollst? Du wirst das Leben unseres Sohnes retten. Von den beiden wird es wohl nicht schaffen, was meinst du?
Hallo, Dr. Gruber. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wie fühlst du dich? Ich habe Angst vor der Transplantation. Ja. War schon cool, dass mein Papa für mich spenden will, oder? Ja. Wissen Sie, was komisch ist? Nein. Ich fühle mich gar nicht mehr so allein. Und Sie? Fühlen Sie sich noch allein? Es wird besser. Versuch ein bisschen zu schlafen. Nur, dass du es weißt. Ich will genauso wenig wie du, dass Alina stirbt. Wenn es den beiden bis morgen nicht besser geht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht entscheiden. Du musst das aber entscheiden. Und so unmenschlich sich das auch anhören mag. Ich bitte dich, dass du dich dann für unseren Sohn entscheidest. Wenn ich tot wäre, dann könnte man meine ganze Leber transplantieren. Könnte man beide retten. So was darfst du nicht mal denken. Mal gewinnt man, mal verliert man. Vielleicht geschieht dir noch ein Wunder. Alexander! Dr. Gruber? Dr. Fenrich. Juristische Grundlagen einer Adoption, die aktualisierte Neufassung und dazu ein umfassender Kommentar. Dann, warum wir trotzdem Eltern sind. Etwas rührselig trifft aber den Punkt. Die verletzte Seele, wenn Kinder ohne Eltern aufwachsen. Mama, Papa, Fridolin, wie wir eine Familie wurden. Sehr, sehr lustig. Dann Traum oder Trauma, Kinder während des Adoptionsprozesses, Kinder und Karriere und zu guter Letzt das Standardwerk, die Reise in die Kinderseele. Lies die und dann sprechen wir weiter, okay? Dr. Gruber. Dr. Fenrich. Servus. Hans, servus. Susanne oben mit der Kleinen, ha? Nee, sie leider nicht. Ich weiß, Sophia sollte heute eigentlich bei euch oben starten, aber... Aber? Susanne ist vorhin mit ihr zum Kinderarzt gefahren. Aha, was fehlt ihr denn? Sie ist auf dem Spielplatz vom Klettergerüst gefallen. Dabei hat sich eine kleine Platzwunde am Kopf zugezogen. Und am Spielplatz, da war sie wahrscheinlich mit dir, oder? Es wäre überhaupt nichts passiert, wenn sie nicht gerade auf diesen Stein gefallen wäre. Nein, nein, es wäre überhaupt nichts passiert, wenn du auf sie aufgepasst hättest. Ich hab's dir gesagt, wenn der Kleinen irgendwas zustößt, bist du hier raus aus der Nummer, ja? Ich glaube nicht, dass das deine Entscheidung ist. Du verwendest hier, ist das klar? Verdammt, oh Hans! Er wird der Kleinen nicht mehr nahe kommen, Susanne. Und warum das? Weil sie eine kleine Platzwunde hat, die noch nicht mal genäht werden muss? Mann, frag doch mal deine Mutter, wie oft Martin und du als Kinder zusammengeflickt werden mussten. Kinder fallen hin, Kinder verletzen sich, Kinder stehen wieder auf und machen weiter. Er tut der Kleinen aber nicht gut, verdammt noch mal. Ganz ehrlich, wenn hier irgendjemand der Kleinen nicht gut tut, dann bist du das mit deinen cholerischen Anfällen. Mann, ey. Ist besser, wenn sie heute Abend zu Hause schläft. Komm zu mir, Mäuschen. Willst du mich erpressen? Entweder ich bringe ihn in die Klinik oder du zeigst ihn an? Nicht ich, Rike. Die Bergrettung. Für die Bergrettung war es ein schwerwiegender Vorfall und die können sich so tun, als ob da nichts gewesen ist. Ja, und woher sollen die wissen, was das Beste für Lukas ist?
Okay. Pike. Die Bergretter haben gerade ein ganz anderes Problem. Für die ist es nicht wirklich wichtig, was jetzt aus Lukas gerade wird. Ein 17-Jähriger hat 12 Stunden lang Informationen zurückgehalten und es wäre beinahe jemand ums Leben gekommen. Und abgesehen davon, die sind stundenlang haben sie in Einsatz geflogen, was das gekostet hat. Aber darum geht's nicht. Sie wollen einfach nur sicherstellen, dass von diesem Jungen, von Lukas, keine Gefahr mehr ausgeht. Ja, aber er kriegt ja psychologische Betreuung. Ich werde ihn zur Gesprächstherapie fahren. Rieke! Ich werde... Rieke! Er muss in die Klinik. Zumindest muss er jetzt sofort zurück in Sonnenhof. Er bleibt nicht hier. Er kann nicht hier bleiben. Und was ist mit den Gerinnungszeiten? Die Gerinnungszeiten haben sich noch mal deutlich verlängert. Die Dialyse hat ja nicht wirklich geholfen, Martin. Verstehe. Und was ist mit dem Jungen? Etwas stabiler nach der Dialyse, aber die Anzeichen für ein akutes Leberversagen mehren sich auch bei ihm. Das heißt, beide brauchen eine Spende. Ein klares Ja. Hab auch schon die Eltern informiert. Ah. Ja gut, dann ist los, ne? Was meinst du damit? Bist du mit meiner? Erstmal komme ich bei dir vorbei, sag den Eltern Bescheid, wir müssen mit denen reden und vorher noch mit Alina. Vorher, verstehst du? Martin, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst dich ausruhen. Ja. Ja, hallo. Das ist ein Notfall. Auf der Steinplatte am Stripsenjoch. Da will sich jemand das Leben nehmen. Ja. Hallo, Schatz. Daniel, Dr. Kahnweiler hat gesagt, dass Dr. Gruber eventuell eine Lösung für Alina gefunden hat. Kannst du ins Krankenhaus kommen? Ich bin hier. Daniel, ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Martin, warum haben wir denn die Eltern herbestellt? Weil es eine weitere Option gibt, Alexander. Die da wäre? Wir schlagen Alina eine Leberteilresektion vor. Sie ist alt genug, sie kann sich notfalls dafür selbst entscheiden, weißt du? Aber das könnte ihr Todesurteil sein. Ja, könnte. Aber so wird sie zumindest wenigstens theoretisch eine Chance. Die hat sie aber nicht, wenn sich ihr Vater für den Kleinen entscheidet. Und das wäre da, glaub mir. Alina, ich weiß, dass das im Moment alles auf einmal kommt und das ist alles... Das heißt ziemlich viel für dich. Deswegen möchte ich, dass du die... Aber Papa hat gesagt, dass er für mich spenden will. Ja, das hat er. Das hat er aber noch nicht gewusst, dass dein Bruder eben auch eine Spende braucht. Und warum glauben Sie, dass er sich gegen mich entscheidet? Versuch es mal von der anderen Seite zu sehen. Es ist keine Entscheidung gegen dich, sondern es ist eine Entscheidung... Für deinen Bruder. Es ist ja auch gerechter, wenn ich sterbe. Und nicht Finn. Sollst du was gar nicht denken? Es geht nicht um gerecht. Ihr müsst beide am Leben bleiben. Und deswegen möchte ich, dass du mir ganz genau zuhörst. Okay?
Man kann es hier sehr schön sehen aufgrund der unterschiedlichen Einfärbung, wo die Grenze verläuft zwischen dem noch funktionsfähigen Teil der Leber und dem bereits abgestorbenen Teil. Hier der helle Teil ist der noch funktionsfähige Teil. Wir würden den Blutfluss der Pfortader hier im gesunden Teil der Leber umkennen und so würde dann quasi die Restleber die Entgiftungsarbeit leisten. Ja? Wir würden hier dieses tote Gewebe entfernen, eine sogenannte Leberteilresektion, und hoffen, dass Alinas Körper dem restlichen Organ überlebensfähig bleibt. Was für Alina bedeutet, eine strenge Diät, ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, unterstützend dazu im ersten Jahr die Leberdialyse. Und später würde sie dann wahrscheinlich ein ganz normales Leben führen können. Und wenn es nicht klappt? Würde sie an den Folgen der Leberinsuffizienz sterben. Und wie sind Ihre Chancen? 20%. Sie glauben doch nicht, dass ich diesem Wahnsinn zustimme. Aber es ist die einzige Chance, dass es beide schaffen, oder? Alina hat gesagt, sie möchte diese OP. Und sie möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Leber für ihn spenden. Was? Das hat sie wirklich gesagt? Sie verkaufen ihr eine OP, bei der sie draufgeht? Haben Sie ihr denn gesagt, wie Ihre Chancen sind? 20%, das ist doch gar nichts. Das ist nichts. Daniel, sie kann es schaffen. Beide können es schaffen, verstehst du? Die Ärzte, die wissen ja ganz genau, was sie tun. Ich hab keine Angst, Papa. Wenn ich schaffe, bin ich bei dir. Und wenn nicht, dann eben bei der Mama. Bis später. Herr Förster, kommen Sie, wir müssen Sie auch für die OP fertig machen. Ja. Alles mit zum Wohl. Alles gut. Ich weiß. Na, mein Großer. Stimmt das wirklich, dass ich einen Teil deiner Leber bekomme? Den allerbesten. Ich verspreche es dir. Super drin. Blutdruck wieder stabil. Stabil? Stabil. Hey. Hey. Er hat die Transplantation gut überstanden. Und du auch. Und Alina. Nun, sie hat es geschafft. Daniel, sie hat es geschafft. Danke. Falls du siehst, die Schwestern sind draußen.
Tja. Willkommen zurück. Es war knapp. Aber die OP hat funktioniert und es, ja, wir haben die ersten Werte reinbekommen und die verbliebene Restleber scheinen so zu arbeiten, wie wir es brauchen. Wird jetzt alles wieder gut? Sag du es mir. Und bei Ihnen? Wird da auch wieder alles gut? Ja, also, ja, bestimmt, irgendwann. Ja, denke ich doch. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Das ist sehr lieb, danke. Alles Gute. Danke. Ich glaube, das besucht ihr noch. Wenn du möchtest, dann würde ich ab jetzt trotzdem gern auf dich aufpassen. Ja? Hallo, Rieke. Martin, hallo. Na? Ich habe mich entschieden. Ich werde Lukas in die Klinik bringen. Okay. Ja, wenn du das sagst, dann ist es die richtige Entscheidung. Das war's dann wohl mit uns, oder? Ich glaube, ja, Rieke. Das tut mir leid. Gut, dann vielleicht bis irgendwann. Und ich sag das dem Hans. Und alles gut für den Lukas. Wieder. Geht der Lukas in die Klinik? Ja. Wie es ausschaut, wird sich der Martin und die Rieke nicht so bald wieder treffen. Ja. Die haben ihn nicht zusammenpassen. Hm? Aber ihr schon. Bruderherz, du hier? Ja. Ich wollte einfach noch mal fragen, ob's für euch okay ist, wenn ich euer Angebot annehme und hier ein bisschen unterkomme wieder. Geht's wieder? Ja, ja, ist gut. Ja, der Schlüssel steckt. Ich würde mich bei dir bedanken, dass du auf mich aufgepasst hast. Klar. Zu essen? Ja, klar. Entschuldige. Nee, es geht schon. Hast du einen Moment? Wir kommen gleich. Ich wollte mich einfach bedanken bei dir, dass du mir das Leben gerettet hast.